Hallo ihr lustigen Mordsteinsammler da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Mordheim City of the Damned. Ich wollte hier nur ganz kurz mal sagen, ich bin immer noch begeistert von meinem neuen Rechner. Ich sehe hier gerade eben, ich habe eine CPU-Auslastung von 12% bei dem Spiel. Hey Entwickler, macht mal hier nochmal was oben drauf, da geht noch mehr. Zumindest rein grafisch oder so. Ja gut, wir sind momentan ja noch nicht direkt im Gefecht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier... Ich brauche mindestens 4 aktive Krieger. Och nö. Zum Glück haben wir gar kein Geld. Oh. Wollen wir einen von denen haben? Also ich meine, das Problem ist halt... Ah, nee. Das Problem ist mit dem Rang, das ist eigentlich zu heftig. Nee, das machen wir nicht. Aber wir könnten uns tatsächlich den hier noch überlegen. Ach, shit. Ja, dann... Söldner trainieren. Natürlichement. Dann nehmen wir noch Gewandtheit. Hier nehmen wir Aufmerksamkeit. Kampfgeschick. Punkte haben wir ja nicht. Zumindest sehe ich keine. Bestätigen. Nee, wir haben nicht genug Punkte. Schade. Okay, aber der hat auf jeden Fall schon eine Bewaffnung. Was sind denn das für Waffen? Was sind denn das für Klöppeldinger? Hallo, Klöppeldinger. Zurück zur Kriegsbande. Bestätigen. Was hast denn du für Klöppeldinger? Was ist das? Ach, Streitkolbis. Das finde ich cool. Ich finde es doof, dass der hier die Auswahl hat, obwohl er gar keine Auswahl hat. Seht ihr, was ich meine? Er kann hier... Also, es wäre besser, wenn es ausgegraut wäre. Das ist das, was ich damit sagen will. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt tatsächlich in die Kampagne. Und was haben wir denn da für Schönes? Oh, schwer, hoch. Normal! Oh mein Gott! Es ist mal etwas Normales hier, dass ich das noch erleben darf. Los, these warriors are clustered around their wagon, making them a very attractive target. Ja, wir haben ein very attractive target. 55% der Moorsteine müssen wir sammeln und beschützen. Gucken wir mal. Wir starten hier. Wir haben hier mehrere Ansammlungen davon. Und die sind irgendwo da hinten. Ja gut, das ist an und für sich eigentlich hier sehr, sehr gut an der Stelle. Ich gehe trotz... Nein... Na, oh Mann, ey. Einmal eine Logik dahinter. Ich würde es so feiern, wenn das Ding mal eine Logik hätte. So, mein lieber Freund Vlad. Jetzt geh doch dahin. Danke. Boah, so, jetzt können wir loslegen. Wir wissen noch nicht, wer unser Gegner ist. Wir kommen auch nicht wirklich allzu weit. Sinnvoll wäre es tatsächlich jetzt erstmal hier inne zu halten. Wir halten inne und denken über unser Unleben nach. Oh Gott, das muss doch wehtun. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass er so... Au! Der hat ja so Dinge in den Schultern. Jemand soll einen Arzt rufen. Das muss doch wehtun. Der Gegner ist nicht besonders schnell. Das Problem ist aber, das kann alles bedeuten. Nachdem ich jetzt gelernt habe, dass die Zombies auch gar keine so niedrige Initiative haben. Das hat mich sehr gewundert. So. Sind wir mal hier. Fröhlich. Schöne Formation. Und dann nehmen wir jetzt hier gleich den Vlad ins Zentrum. Sofern er überhaupt so weit laufen kann. Ja, okay, er ist der Chef. Der Chef kann soweit laufen. Ich gehe tatsächlich mit ihm hier hin. Trotz Rüstung rennt der den davon, ey. Das ist eigentlich der Oberknaller, wenn man sich das mal so überlegt. Ganz im Ernst, der sieht schon stylisch aus jetzt, ne? Auch mit diesem kleinen Umhängchen da. Hallo, schau mir in die Augen, Kleines. Einfach mal ein bisschen Nahaufnahme, mal gucken, wie der aussieht. Boah, guckt euch mal das an. Also der Detailgrad ist schon geil. Er hat ganz weiße Augen.
Das wird beim Flirten sicher helfen. Gut, die Vampire der Warmer World sind jetzt nicht unbedingt für ihren Charme alle so bekannt. Also es gibt natürlich schon welche, aber nicht jeder dieser Vampire. Will ich in das Haus rein? Ich guck zumindest mal. Ist es unten? Ne, unten ist es nicht. So, ich möchte gucken. Da ist doch was. Beute suchen. Oh Gott, ein Gold. Ich dachte eigentlich, dass da... Da! Oh Mann! Toll. Wieder so. Ich komme mit der Hand einfach nicht ran. Es ist zu weit. So. Das war mal diese berühmte Millisekundensituation, ne? Oder der gefühlte Millimeter, der einfach... Der eine Millimeter zu viel ist. Da liegt was. Moment, das kriegen wir doch besser hin. Grind jetzt. Oder so ähnlich. Da kann ich gar nicht raussporten. Das finde ich ja, so geht's. Es könnten tatsächlich Untote sein. Die haben die exakt gleiche Moral wie wir. Aber das hat natürlich nichts zu bedeuten. Der macht auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger herum. Der Kollege Gegner. Ich finde schade, dass man denen keine Rüstung anziehen kann. Wobei, die noch langsamer würden. Das würde ab einem gewissen Punkt einfach nur noch in die Lächerlichkeit ausarten. Na, sammeln wir jetzt mal hier das Fragmentilein. So, standhaft. Ich möchte jetzt halt auch nicht wieder davonrennen. Aber noch habe ich gar niemand gesehen. Ich sammle es ja trotzdem mal auf. Ich vertraue ihm jetzt einfach mal, dass er mit seiner Rüstung jetzt mal ein bisschen mehr aushält. Berühmte letzte Worte, ne? So, du bist dann... Das ist alles immer noch da oben. Das heißt, du rennst jetzt erstmal zu deinem Chefe. Dass der nicht so alleine ist. Ich habe gehört, der mag das nicht so sehr. Jetzt sind wir immerhin schon mal grob in der Nähe. Immer noch unbekannter Gegner am Zug. Die haben auch noch gar keinen Moorstein gesammelt. Immer noch keinen gesehen. Alle Gegner sind unbekannt. Ich möchte den Punkt nicht verlieren. Ich möchte den Punkt... Schaffe ich das? Ein Fragment. Ja gut, es sorgt immer dafür, dass wir jetzt mal eine Chance haben, die Nebenbedingungen zu erfüllen. Oh, der hat 10 Lebenspunkte geheilt. Nett. So. Wupp. Und wupp. Absichtlich hier so hin. Dann decken wir mehrere Richtungen ab. Und du, Hinkebein, dessen Namensänderung noch aussteht. Warte mal, kann Hinkebein da durch? Hinkebein? Oh nein, er ist zu fett. Jetzt ist er schon untot und er ist immer noch zu fett. Das ist tragisch. Ja gut, dann gehen wir so hin. Ah, jetzt sammelt der Gegner Moorstein.
Er wird wahrscheinlich links sein. Ich tippe mal, dass der Gegner hier ist. Wobei, er könnte auch irgendwo hier in den Er ist links. Wir haben da was gesehen. Irgendwo links treibt er sich rum. Haben wir etwas Bestimmtes gesehen? Nee, wir haben nur eine Bewegung gesehen. Es hat, glaube ich, nicht gereicht zum Identifizieren. Ach nee, warte mal, jetzt bin ich mit ihm drin. Oh Gott, ich habe mich völlig vertan, ey. Oh Mann. Es ist immer wieder toll, wenn ich mich irre. Ich liebe es, mich zu irren, weil dann lerne ich Neues dazu. Objectives updated. Negativer Morstein-Effekt, aber sei es drum. So, wir sammeln alles auf. Alles unser, alles meins. Nein. So. Objectives updated. 3 Stück. Gibt's hier noch was? Nicht direkt. Dann würde ich mal sagen, ist der Plan, dass wir versammelt darüber gehen. Er kann ja hier schon mal ein bisschen vorscouten. Noch habe ich hier niemanden gesehen. Was spannend genug ist. Aber hier liegen immer noch mal 2. Das sind zwar nur Fragmente, aber hey. Auch die nehme ich gerne mit nach Hause. Ich sehe schon, komm, diesen Gegner sehen wir erstmal. So in 10 Runden oder so. Von jetzt ab in 3 Folgen werden wir den Gegner sehen, wenn das so weitergeht. Wir werden immer professionell gegenseitig aus dem Weg gehen. A new round has started. Nice. Dann wupp. 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 Und wupp. Und ich kann tatsächlich jetzt hier schon mal was einsammeln. Und zwar alle beide. Das ist perfekt. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Der Anton. Der macht das jetzt mal so, ne? Objective completed. Yes! Endlich, wie ich diesen Sound liebe. Eigentlich können wir damit jetzt zum Wagen zurücklaufen. Rein technisch gesehen. Und erstmal alles sichern. Es bringt ja nichts, jetzt noch mehr einzusammeln, ne? Da geht's zurück zum Wagen. Dup, 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 dup. Gesamten Tross. Ah, ein Bogenschütze wurde gesichtet. Wir haben es tatsächlich mit Söldnern zu tun. Wo habe ich den gesehen? Wahrscheinlich hat er ihn gerade irgendwo erspäht. Ja, da drüben sind die. Ja gut, ich bleibe bei meinem ursprünglichen Plan, dass wir jetzt erstmal alles zum Wagen zurückbringen. Und dann quasi einen neuen Angriffsvektor uns überlegen. So, einfach mal zurücklaufen. So. Immerhin sind wir hier schon mal zu zweit und das ist auch noch eine Engstelle. Da kommt der Gegner jetzt nicht so easy peasy an uns ran. Aber da hinten tänzeln sie rum. Wie sie halt so rumtänzeln. Aber was genau sie da machen, weiß ich nicht. So, du musst jetzt auf jeden Fall auch zurück. Du hinkst ja auch leider eine ganze Runde hinterher.
Trotzdem will und kann ich nicht warten. Also was ich tun könnte, ist mit ihm jetzt hier mal absichern, falls da was kommt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Ich wollte ja eigentlich in die Parierhaltung gehen, aber egal. Er sichert jetzt hier erstmal ab, damit die anderen hier durchkommen, die was tragen. Er selber trägt ja, soweit ich weiß, noch nichts. So, wupp und wupp. Schön auf die Seite rüber. Und du trägst, glaube ich, auch nicht allzu viel. Ein bisschen was trägt er, glaube ich. Egal, wir müssen sowieso mit der gesamten Mannschaft darüber. Wir dürfen uns so nicht so zu sehr auseinanderziehen lassen. Zwei Bogenschützen. Je nach Situation ist das schlecht für uns. Oder gut. Wir müssten uns halt... Oh, jetzt sehen wir ihn. Wir sehen jetzt einen, nur ich sehe ihn noch nicht. Hä? Hä? Also er ist angeblich wirklich irgendwo hier. Aber trotzdem sehe ich ihn noch nicht. Überfallhaltung? Also auf jeden Fall wurden wir jetzt entdeckt und wir haben auch was entdeckt. Das Lustige ist eigentlich mit den Untoten, ne? Laufen in Mordheim nicht auch so schon Untote rum? Ich weiß es nicht. Wir haben tatsächlich zwei Sachen im Rucksack, okay. Wo ist unser Wagen? Bist du das, Wägelchen? Dann fangen wir doch schon mal an, hier Dinge einzulagern. Das freut mich, dass das funktioniert hat und wir gehen hier sofort zurück. Immerhin schon mal zwei Moorsteine in die relative Sicherheit gebracht. Ist da irgendeiner? Ich sehe ihn nicht. Warte mal, irgendwo... Wo ist denn der? Angeblich kann ich ihn sehen. Da! Oh, direkt auf der anderen Seite vom Haus. Da hinten muss einer sein. Krass. So. Jetzt weiß ich gerade eben nicht, wer von beiden überhaupt den Loot trägt. Trägst du überhaupt Loot? Warum renne ich mit dir zurück? Ich hätte vielleicht mal gucken sollen. Da kommt der erste. Pistolenschütze. Ich werde nicht auf offener Straße mit ihnen kämpfen. Wenn ich mit ihnen kämpfe, dann an einer anderen Stelle. Der hat 4 von 4. Den müssen wir auf jeden Fall in Sicherheit bringen. Lauf! Du kleiner Goldsackträger. Oder in dem Fall Moorsteinträger. So, lauf, Hinke, 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 Hinke. So schnell du kannst. Hinkebein. Ich weiß, dass er momentan noch Philipp heißt, aber ich nenne ihn immer noch Hinkebein. So, wie viel trägst du? 3 von 4. 1 und 2. Ja, das ist sogar der mit dem richtig guten Loot. Und wups. Jetzt gucken wir mal, dass wir die jetzt irgendwo gestellt bekommen. Was stimmt denn mit diesem... Mal sehr sinnbefreit, oder? Guck mal, ein Keller ohne Keller. Geil. Zack.
Jetzt versammle ich mal die Truppe hier. Parierhaltung. Jetzt mal quasi Teamwork wirken lassen. Wo kommen die Bogenschützen her? Unsere Pistolenschützen. Da läuft wieder irgendwo einer. Wir haben ihn kurz gesehen. Einer der Momente, wo man sich wünschen würde an meiner Stelle, dass ich dann doch mal ein paar Fernkampfwaffen für das Team eingepackt hätte. Geil, wir haben unser Zeug tatsächlich komplett hier hingebracht. Yeah. Läuft. Jetzt müssen wir nur noch den Gegner finden. Diese Ehre gebührt ihm, meine Damen und Herren. Aber das macht er erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.